Hallo Leute, hier ist wieder Gizmo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge von Mass Effect. Wir schauen uns mal Jack an, habe ich euch versprochen in der letzten Folge. Ich gesagt, diesen Maschinendeck. Mal schauen. Die neuen Verstärkungen für die Panzerung haben die gravimetrischen Profile über den Haufen geworfen. Was können wir für Sie tun, Commander? Nachgehen. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ah, da ist sie ja. Hallo. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits, die Freiheit überall hinzugehen und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt, ganz einfach. Ich muss jetzt gehen. Okay. Hey. So. Oh, Upgrade. Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich habe sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Ist normalerweise nicht mein Ding. Aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Sag her. Sehen wir doch gleich mal. Hey. Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Soll ich mich nun um diese L5X-Implantate kümmern oder nicht? Das ist nicht mein Ding. Sie sollten das Angebot annehmen, solange ich meine großzügigen 5 Minuten habe. So. Habt ihr was anderes? Mir genau das gleiche. Geht mir auf einmal. Gut, lassen wir das mal. Holen wir uns mal den Kroganer. Ich habe jetzt einen neuen Panzer. Und Schadenschutz. Und jetzt muss ich den Kroganer suchen. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Also. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Ich habe zwar gesagt, ihr sollt mir helfen, aber da ich ja die Folgen weit vorproduziere, soweit noch um einiges, muss ich jetzt selbst entscheiden. Und bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Es ist soweit. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht.
Gut, er ist zu wertvoll. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn Sie ihn leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Hat O'Kirs perfekter Kroganer denn gar kein Problem damit, seine Mission einfach so abzubrechen? O'Kir ist nur eine Stimme im Tank. Wenn seine Prägungen wahr sind, hat er etwas erschaffen, das stärker ist als er. Damit ist er für mich nicht würdig. Und wenn sein Hass nicht groß genug ist, um mich zu überzeugen, hat er doppelt versagt. Ich empfinde nichts. Ich habe keine Verbindung. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew. Einen starken Clan. Durch sie würde er noch stärker. Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig. Da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Danke. Grunt. Shepard. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Hat O'Kir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. O'Kir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Bau mir was zusammen. Warum geht das nicht? Danke mal. Aufspringen wir weiter. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander.
Okay, wieder. Der war irgendwo da hinten, oder? Schön, ich muss den Besprechungsraum. Hallo? Und der war da. Was wird denn der komische? Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Du rauchst so viel. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Ashley Williams. Sie ist auf Horizon stationiert. Mein letzter Stand ist, dass Ash bei der Allianz war. Was macht sie in dem Terminus-System? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn Sie Chief Williams schicken, muss es was Großes sein. Vielleicht sollten Sie das mit ihr klären. Die Kollektoren suchen sich zufällig eine Kolonie aus, in der eines meiner früheren Crewmitglieder ist? Das glaube ich nicht. Es wäre keine Überraschung, wenn die Kollektoren an Ihnen interessiert wären. Schon gar nicht, wenn Sie für die Reaper arbeiten. Vielleicht sind Sie hinter ihr her, um an Sie ranzukommen. Die Kollektoren suchen sich zu. Es wäre keine Überraschung. Ja, das haben wir schon, Entschuldigung. Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Danke. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Ich sehe Ashley wahrscheinlich wieder. Nein, da ist sie. Lilith? Wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das Tut nicht mir in leid, den Griff Chief. Kriegen. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Bringen Sie alle in den Schutzraum. Beeilung! Ich gebe Ihnen Deckung. Los! Ashley!
übernehme Kontrolle. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Uiuiuiui, mir fehlen noch einige hier. Crunch kommt mit und check unsere neuen. Warte mal. Da habe ich einen Outfitwechsel. Finde ich ja mal cool. Und dann auch einen Outfitwechsel. Ja, nett. Ich hab auch keinen. Ja, das ist gut. Also wir nehmen Grunt und Check. Gut, ich mach mal nix. Instinktgesteuerte Expertin kann mit biotischen Fähigkeiten bis an die Grenzen gehen, was die Aufladzeit ihrer Kräfte deutlich reduziert. Jack konzentriert ihre Energie ungebremst auf den Kampf, wodurch ihre Waffenschaden erhöhte. Immer gut. Verbesserungsbetäubungsschutz. Ein massiver Schlag der Feinde mit Knochen. Phew. Dann geht's los. Schützen kann. Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Sie. Mir nicht. Da 100 Credits. Da kann man nichts. So, wir haben ja immer noch Probleme hier. Scheiße, ich war zu langsam. Gibt eh nur Geld. Aber 6000 Credits ist gut. Commander, wir empfangen alle möglichen Störungen. Wir können das Ding auf Empfang bleiben. Die Konnektoren blockieren uns anscheinend. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Jetzt nicht noch einmal.
viele. Hallo. Junge Dame. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth. Auf Eden Prime eingesetzt haben. Kam das Geth-Zeug nicht von der Sovereign? Dann hatte ihr Unbekannter recht. Die Kollektoren müssen wohl für die Reaper arbeiten. Jo. Sieht irgendwie menschlich aus. Nee. Ist das einer der Kolonisten? Nein, auf Eden Prime wurden die Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um sie zu Husks zu machen. Sowas habe ich auf Horizon nicht gesehen. Die Kollektoren hatten die Husks also schon und haben die Kolonisten aus einem anderen Grund lebend verschleppt. Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Wie Sie meinen, Boss. Bitte nett. Ihre Leute sind weg. Friedlich. Normalerweise braucht es jede Menge chemischer Mittelchen, um sie ruhig zu werden. Die haben schwere Waffen. Wüsste ich nix. Immer mehr Gewalt. Credits, richtig. Genau. Ich hab keine Schiene. Brand. Geiler Sau. Oh. Was ist das? Ein Stasefeld? Macht sie hilflos, aber nicht bewusstlos. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Kommen Sie! Ich übernehme die direkte Kontrolle. Ja. Ja.
Kontrolle. Ich übernehme Kontrolle über diese Form. Sehr gut, hör mal. Was ist da?